Nicht nur der Ort Freudenberg in Nordrhein-Westfalen ist schockiert, steht unter Schock. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren haben gestanden, die 12-jährige Luise erstochen zu haben. Das hat die Staatsanwaltschaft bestätigt. Die beiden verdächtigen Kinder und das Opfer hätten sich gekannt, teilten die sichtlich erschütterten Ermittler mit. Zum Motiv machten sie keine näheren Angaben, um die Familie des Opfers und die strafunmündigen Kinder zu schützen. Blumen und Kerzen in Erinnerung an Luise F. Hier am Rande der Senke im Wald, in der die 12-Jährige tot aufgefunden wurde. Hier, wo sie von zwei 12- und 13-jährigen Mädchen erstochen worden ist. Die beiden haben im Beisein ihrer Eltern und Psychologen gestanden. Dabei sind sie bei ihrer Tat offenbar besonders brutal vorgegangen. Nach dem Ergebnis der Obduktion ist das Kind infolge zahlreicher Messerstiche und des hierdurch ausgelösten Blutverlusts verstorben. Die Tatwaffe wurde bis jetzt nicht gefunden. Einsatzkräfte der Polizei durchsuchen das Dickicht rund um den Tatort, auch mit Hilfe von Metalldetektoren. Was die Mädchen zu ihrer Tat getrieben hat, darüber hüllen sich die Ermittler unter Hinweis auf das junge Alter der Verdächtigen in Schweigen. Der zuständige Staatsanwalt sagt dazu nur so viel: Das, was für Kinder möglicherweise ein Motiv ist für eine Tat, würde sich einem Erwachsenen unter Umständen nicht erschließen. Nach Angaben des Fokus könnte es sich um einen Racheakt gehandelt haben. Die drei Mädchen gingen offenbar in die gleiche Schulklasse. Luise F. soll sich zuvor über eines der Mädchen lustig gemacht haben. Da die Schülerinnen jünger als 14 Jahre alt sind, können sie strafrechtlich nicht belangt werden. Aber unsere Rechtsordnung kennt andere Wege, um darauf zu reagieren. Etwa das Kinder- und Jugendhilferecht sowie das Familienrecht, versichert Bundesjustizminister Buschmann. Die beiden mutmaßlichen Täterinnen befinden sich nun nach Angaben der Staatsanwaltschaft in einem geschützten Raum in der Obhut des Jugendamtes. Wir schauen an diesem Morgen nach Freudenberg zu Anna Marleen Hover. Strafunmündig heißt es. Aber was passiert denn jetzt mit den Täterinnen, Anna Marleen? Die sind derzeit in der Obhut des Jugendamtes gemeinsam mit ihren Familien. Es sei wichtig, hieß es von Seiten des Landkreises, dass die Mädchen trotzdem die Unterstützung ihrer Familien jetzt bekommen. Das wäre ein wichtiger Schritt, um diesen ganzen Fall auch aufzuarbeiten. Sie stehen unter psychologischer Betreuung, arbeiten hier eng mit dem Jugendamt zusammen und sind natürlich nicht hier in der Umgebung oder zu Hause untergebracht, sondern befinden sich an einem unbekannten fremden Ort, da die Mädchen zurzeit ja auch nicht die Schule besuchen können oder es auch nicht denkbar ist, dass sie hier in ihrem näheren Umfeld sich derzeit aufhalten können, nach allem, was passiert ist. Das Jugendamt hat auch in der Familie des Opfers Unterstützung zugesagt. Darauf wurde wohl erstmal verzichtet, hieß es auch aus Seiten des Landkreises. Hier ist man natürlich auch zutiefst geschockt, wünscht der Familie ihr Beileid. Und jetzt geht es erstmal darum, dass man schaut, dass man auch den tatverdächtigen Mädchen eine Hilfe zukommen lassen kann und soweit diesen Fall aufarbeitet, dass ein späteres, relativ normales Leben, wenn man das so ausdrücken darf und kann, eventuell sogar noch möglich sein könnte. Nun fragt sich natürlich ganz Deutschland, warum haben die beiden Mädchen das gemacht? Warum diese Tat? Gibt es irgendwelche weiteren Informationen über das hinaus, was die Ermittler gestern gesagt haben? Der Staatsanwalt hat hier ganz deutlich gemacht, dass es um den Jugendschutz geht und dass man sich daher über die Motivlage zurückhält, dass man hierzu nichts sagen wird. Dann sind natürlich Mutmaßungen aufgetreten. Der Fokus hatte berichtet, dass es sich um einen Racheakt möglicherweise handeln könnte, dass Luise eines der beiden tatverdächtigen Mädchen sich darüber lustig gemacht hätte und das Ganze dann dazu geführt hat. Ob es aus Affekt passiert ist, ob Luise in einen Hinterhalt geführt worden ist, das sind alles Unklarheiten, über die nur spekuliert werden kann. Was auch noch nicht aufgefunden wurde, ist die Tatwaffe. Man geht davon aus, dass es sich um ein Messer handeln soll, aber auch hier geht wenig Information an die Presse, um hier auch wirklich einfach die 12 und 13 Jahre alten Täterinnen zu schützen.
Und auch der Bundesjustizminister und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sind zutiefst bestürzt über das Geschehen ist. Denn das, was Luise passiert ist, das ist in der Tat kein Einzelfall. Die 12-jährige Luise ist tot. Erstochen von zwei 12- und 13-jährigen Mädchen. Eine Tat, die fassungslos macht, auch weil die beiden Täterinnen Kinder sind. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst zeigt sich am Nachmittag bestürzt und spricht von einem beunruhigenden Anstieg von Straftaten durch Jugendliche und Kinder in Nordrhein-Westfalen. Nach allem, was wir wissen, ist diese Tat ein zutiefst verstörender Höhepunkt der Gewalt von Minderjährigen. Bundesweit gab es 2021 19 Mord- und Totschlagsdelikte, die von Kindern unter 14 Jahren verübt wurden. 14 davon von Jungen und 5 von Mädchen. Im Januar diesen Jahres wird der 14-jährige Jan im niedersächsischen Wunsdorf mit einem Stein getötet. Der Täter, ein 14-jähriger Mitschüler. Rund ein halbes Jahr zuvor wird die 15-jährige Anastasia in Salzgitter erstickt. Einer der beiden Täter ist gerade mal 13 Jahre. Strafrechtlich drohen Kinder bis 14 Jahren keine Konsequenzen. Immer wieder werden deshalb auch Stimmen laut, das Strafmündigkeitsalter herabzusetzen. Forderungen sind jedenfalls nicht neu. Das kommt immer wieder auf. Vielleicht auch, weil Jugendliche heute und Kinder heute in einem anderen Entwicklungsstadium pauschal sein könnten. Nicht vielleicht auch schon früher das richtige Mittel. Dazu kommt, dass im Ausland andere Regeln gelten, also andere Rechtsordnungen kennen diese pauschale Grenze 14 Jahre nicht zwingend. Allerdings, so der Experte, gibt es auch ohne den strafrechtlichen Rahmen Möglichkeiten, auf die Täter einzuwirken. Zum Beispiel durch die Unterbringung in einem Heim, einer Pflegefamilie oder der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Hier in Freudenberg wird es heute noch mit weiteren Maßnahmen der Polizei weitergehen, um Beweismittel sicherzustellen. Wobei der starke Schneefall, der uns hier heute ereignet hat oder ersucht hat, diese Suche natürlich erschweren wird. Vielen Dank für deine Informationen und Einschätzung. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.